Die Demonstranten wurden ja teilweise auch als Nazis im Nadelstreifen beschrieben. War das auch eine Wahrnehmung, die Sie dann auch teilweise dort hatten? Also kaum etwas hat die von uns Befragten mehr in Rage gebracht als dieser Vorwurf, Nazis in Nadelstreifen zu sein oder eine komische Mischpoke zu sein. Regelrecht wutschnaubend wurde uns das in diesen Diskussionsrunden immer wieder gesagt, dass das aber auch gerade sie auch noch bestärke, darin auf die Straße zu gehen. Und genau weil das eben so ist, weil solche Abgrenzung von Seiten der Politik stattfindet, müsse man eben sich für Pegida und für die Sache von Pegida engagieren. Und tatsächlich, wenn man einmal mal darüber nachdenkt, dann ist es so ganz einfach nicht. Auf der einen Seite wird häufig von der Seite der Parteien, auch der Institutionen und anderen Einrichtungen nach einer Bürgergesellschaft, nach einer aktiven Bürgergesellschaft gerufen, Engagementpolitik gefordert und dergleichen. Und auf der anderen Seite kann man dann, oder zumindest kann man es aus guten Gründen nicht schlüssig finden, dass man sich dann völlig abschottet, dahingehend, dass man sagt, mit diesem Spieler in der Zivilgesellschaft möchte man nichts zu tun haben. Herr Geiges, im Buchtitel ist von der schmutzigen Seite der Zivilgesellschaft die Rede. Das klingt ja sehr zugespitzt. Wer demonstrierte bei Pegida? Ja, schwierig zunächst einmal. Also, das ist ein sehr heterogenes Feld, was wir da angetroffen haben auf den Demonstrationsveranstaltungen. Aber wenn man es dann irgendwie zusammenführen sollte, zusammenführen müsste, dann war der Pegida-Demonstrant eher männlich. Er war relativ gut gebildet, wenn auch im vergleichsweise nicht so gut gebildet wie beispielsweise Teilnehmer der Demonstration gegen den Bahnhofsbau in Stuttgart, Stuttgart 21. Der Pegida-Demonstrant, zumindest diejenigen, die uns geantwortet haben, waren zum großen Teil konfessionslos. Und kam aus Dresden beziehungsweise aus dem Dresdner Umland, aus Sachsen. Frau Kopp, nur 3 Monate nach der Hochphase der Pegida-Bewegung bringt nun das Institut eine empirische Studie über die Proteste und ja auch über die Protestteilnehmer heraus. 3 Monate sind ja in der Wissenschaft eigentlich eine relativ kurze Zeit. Wie haben Sie das gemacht, in dieser kurzen Zeit so eine umfangreiche Studie herauszubringen? Wir haben zunächst Online-Umfragen und teilnehmende Beobachtungen durchgeführt bei den Demonstrationen in Dresden, Leipzig, Hannover und Braunschweig. Dann haben wir uns überlegt, Gruppendiskussionen durchzuführen und Interviews unter den Teilnehmern der Pegida-Demonstration. Das Ganze konnte klappen, weil ein unglaublich großer Teil an Mitarbeitern des Instituts tatkräftig die Erhebung unterstützt hat. Wie Also viele es waren es waren ungefähr? über 30 Leute waren daran beteiligt, die Woche für Woche, teilweise auch mehrmals in der Woche, eben in die jeweiligen Städte gefahren sind, Flyer verteilt haben für die Online-Umfrage, Kurzfragebögen durchgeführt haben unter den Teilnehmern, mit denen wir eben die Stichprobe absichern wollten, und dann eben auch rekrutiert haben für Interviews und Fokusgruppen. Sie haben Gruppengespräche und Interviews ja mit Pegida-Demonstranten geführt. Was haben die Ihnen erzählt? Warum gehen die überhaupt auf die Straße? Ja, die Antworten waren vielfältig, zum Teil auch diffus. Man hat zum einen gehört bekommen, dass man schon immer gewartet habe auf diesen einen Moment, dass Pegida ein Tor geöffnet habe, dass man endlich auf die Straßen gehen konnte. Zum anderen Teil hat man gehört, dass gerade der Frust, der Ärger über die politische Kaste, so die Wortwahl der viele Pegida-Anhänger, dazu geführt habe, dass man sich jetzt auf die Straße begebe, um zu demonstrieren. Zum anderen waren es, und das hat mir beispielsweise ein Demonstrant in Dresden gesagt, dass er auf die Straße geht, um gegen die GEZ-Gebühren zu demonstrieren. Er habe doch keinen eigenen Fernseher. Andere Motivlagen spielt mit rein, beispielsweise Russland-Ukraine-Konflikt. Natürlich die sogenannte Lügenpresse, von der man sich verschaukelt fühlt und die diffusen Ängste oder teilweise auch ganz offen geäußerten Ängste vor einer Islamisierung des Abendlandes. Das sind ja alles nicht ganz neue Felder eigentlich. GEZ gibt es schon länger, den Russland-Ukraine-Konflikt, den gibt es tatsächlich jetzt seitdem. Aber warum jetzt gerade in diesen letzten Monaten? Warum konnte Pegida jetzt gerade so erfolgreich werden? Und dann, wenn man nochmal weiterschaut, warum gerade auch in Sachsen so erfolgreich werden?
Ja, die Pegida-Anhänger, mit denen wir gesprochen haben, die würden jetzt zuerst sagen, ja, weil wir hier in Sachsen ein bisschen heller sind als andere. Weil wir mehr verstanden haben, weil wir ein bisschen wachsamer sind und die Dinge einfach auch so ein bisschen genauer sehen als die Leute andernorts. Das mag unter Umständen so stimmen. Es gibt tatsächlich so etwas wie so eine Fahrtabhängigkeit auch im Protest. Doch das ist mit Sicherheit nicht das alleinige Merkmal. Also es muss vieles zusammenkommen. Es ist zum einen natürlich der Verdruss und auch die Enttäuschung über das politische System, auch über die Demokratie. Man hat also gesagt, dass man von der Politik enttäuscht ist, dass man regelrecht heimatlos geworden ist, überhaupt keine Anbindung mehr hat zu dem, was die Politik ist, und man kein echtes, wieder ein Wort, eine Wortwahl der Pegida-Anhänger, kein Sprachrohr mehr hat, man hört uns nicht mehr. Und das alles ist hier ineinander geflossen. Dann gab es auch noch in Dresden Lokalvorgänge, die dazu führten. Manche haben uns berichtet, dass sie gerade politisiert worden seien im Zuge von Auseinandersetzungen um die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften beispielsweise. Und hier hat sich dann so eine Art Gelegenheitsfenster offenbar auch geöffnet. Und das aber auch aufgrund von tatsächlicher Organisatoren, die den Protest dann auch orchestriert haben. Mittlerweile hat sich ja die Bewegung so ein bisschen ausdifferenziert. Es gibt neue Unterbewegungen und auch einzelne abgespaltene Bewegungsteile, zum Beispiel die direkte Demokratie für Europa. Dennoch gibt es ja immer noch 6.000 Leute, die wöchentlich zu diesen Abendveranstaltungen, Abendspaziergängen kommen. Wie schätzen Sie nun Anfang März, natürlich ist das schwierig als Sozialwissenschaftler, die Zukunft der Proteste ein? Unabhängig davon, wie sich die Proteste entwickeln, verschwinden die Leute ja nicht und damit auch nicht ihre politischen Haltungen. Also auch wenn die Proteste im Sommer 2015 nicht mehr als Pegida-Proteste in Dresden stattfinden oder in Leipzig beispielsweise, sind diese Leute immer noch politisch aktiv, engagieren sich beispielsweise, wie wir es auch erfahren haben von einigen unserer Teilnehmer, weiterhin in ihren Vierteln gegen Asylbewerberheime oder ähnliches.